We're back. Oh, komm schon, Ray. Du wirst wohl richten. Ich würde am liebsten gleich schlafen gehen wieder. Was, Ray, schaffst du es nicht? Komm schon. Oh! Wow! Oh, deswegen bist du im Team, Ray. Was macht das Teil? Gar nichts. Was macht mein Machtschlag? Ich weiß es nicht. Ich gehe lieber schlafen. Ich kann nicht schlafen, während der Typ denkt, warum geistert. Ich will mich gleich teilen. Ist mir verschwendet. Wo ist das Viech? Da ist es. Ray! Ray, tu doch was! Man kauft ja! Das ist nicht. Er wartet, bis ich sterbe. Oh, ich will mich nicht heilen, da ist doch ein Bett. Oh, ich schlafe einfach. Lass mich doch schlafen. Das Bett kann ich nicht benutzen. Da ist eine Giftlacke. Dann gehen wir wieder zurück, rennen zum alten Bett. Ich hab die Loot nicht. Ich hab die Loot nicht. Ich hab eine neue Waffe reingewirkt, die einen Schaden mehr macht. Und es passiert schon nichts mehr. Ich werfe keinen einzigen Schlag. Wo ist das? Da ist ein Schlafsack. Oh. Okay, Ray. Es regnet. Es wird nochmal geschlafen. Der Regen ist hässlichst. Es regnet noch immer. Wir schlafen den Regen weg. Okay, du gewinnst den Regen. Du gewinnst diesmal. Oh, ist sogar laut, der Regen. Wo ist das Viech? Wo ist das? Hier ist es. Die Armbrust hat nicht mal Reichweite. Ich kümmere mich darum. Die Typen haben Angriff. Komm, Ray. Mach es weg. Wie habe ich die Pfeile noch schnell gewechselt? Aus R2? Nein. Okay, ja, R1 halten. Wir geben ihm einen Explosivbolzen. Verdammt, der ist schnell, der kleine. Das hat fast gar nichts gemacht. Das macht gar nichts. Warum macht das gar nichts? Das ist wirklich so für ein. Hat das erwischt, das Viech? Na, ich warte hier. Oh, wir brauchen hier gar nicht reinrennen. Oh, ich schätze, die Loot da oben haben wir vielleicht bekommen. Oh,
Können wir jetzt nicht immer gleich mal die Anti-Gift-Spritzen holen? Ich hoffe, ich bin hier richtig. Gar nicht so übel hier, oder? Außer bis auf den schlechten Regen. Okay, ich hoffe, das ist echt mal eine leichte Mission. Blumenpflück-Mission. Hätte ich mir echt verdient. Eilwurzel. Das ist doch sicher ein Fight irgendwo. Kann ich irgendwas machen, dass der mal Abstand hält? Alles noch. Oh, sobald ich die Macht habe, dass du weg bist. Die Macht. Rey Skywalker. Oh. Was war das gerade? Habe ich die nie ge... 44, 65. Ignis Artifacts. Ich glaube, die Mission habe ich noch nie gemacht letztens, wie ich gespürt habe. Nein. Nee. Der ist doch friedlich. Ja. Goliath. Die Anfangsmap, wo man so welche Viecher hat. Alles easy. Dort levelt man, haben sie mir gesagt. Dort levelt man natürlich. Wo sonst? Oh. Nur dort, wo am leichtesten ist. Nur so ein kleines Fliegerviech. Das Batman-Monster nur. Ja, der ist doch easy. Ah. Und diese Viecher. Die sind doch auch easy. Hallo Batman. Schaut mir dann ein bisschen langsam aus. Ray gab da anscheinend nicht. Okay, eine haben wir noch. Ja. Unten ist ein Kritter. Steh mal im Weg, Ray. Schau, den machen wir doch mal Fettschaden. Okay, hier ist das Ding. Oh. Ich will gar nicht wissen, ob da noch was in der Nähe ist, was ich machen kann. Wir gehen zurück in die Stadt und geben Mission ab und hoffen, dass ich mal uplevel. Welche Vorteile? Das will. Eigentlich will ich nur. Wann kann man eine bessere Rüstung bei dir bekommen? Ich bin nur befugt, Rüstungen. Einem Setzer ist demnach nicht gestellt. Oh, warte mal. Zeig. Ich kann. Jägerhelm, Werker, Jägerrüstung kann ich sowieso nicht tragen. Eine Werkerrüstung kann ich tragen. Ich habe keine Rüstung, also. Endlich. Habe ich eine Hose überhaupt an? Technik wird hier nicht gerne gesehen. Wie soll ich mir sonst meine neue, wohlverdiente Werkerhose, Werkerrüstung? Okay. Kein Nackenschutz. Ja, na, okay, warum nicht? Werkbank gehen wir später hin. Das schaut doch noch Loot aus. Ist hier Loot? Ein bisschen Loot. Oh, den brauchen wir, den Heiltrank. Die Öllampe, warum nicht? Krug. Ich habe gar nicht gecheckt, dass ich Schnaps für Elex-Tränke brauche. Bis jetzt habe ich immer meinen Schnaps verkauft.
Das heißt, ab jetzt muss ich mir Schnaps aufbewahren. Von oben rein? Nein. Okay, Mission abgeben. Irgendwie Dilly denkst. Ach komm, hopf doch. Ich weiß nicht mehr genau, für wen die Mission war. Ich kann die Wache wieder bekämpfen probieren. Was eine scheiß Arbeit, den ganzen Tag hier im Wasser zu strampeln. Besser ist, was du machst. Jo, Porn. Hier, deine Heilwurzel. Meine Anerkennung und der Dank der Verwundeten ist dir sicher. Außerdem werde ich Ragnar ausrichten, dass du dich für die Gemeinschaft einsetzt. Und ein paar Splitter als Bonus. Ein bisschen wenig, findest du nicht? Shut up, Ray. Okay, hier. Nehmt noch ein bisschen was. Das muss aber reichen jetzt. Danke. Ach, bring mir etwas. Mach dich trotzdem nicht. Alles klar. Ja. Ja. Irgendwo ist doch mit der. Mit deinem Tech-Zeug woanders herum. Mit deinem Tech-Zeug woanders herum. Wow, ist der Typ. Wie durch? Ach, der ist weit weg. Probieren wir's. Probieren wir es wieder mit der Wache aufzunehmen. Letztens nicht gut ausgegangen, aber... Vielleicht diesmal. Aufwärmen. Okay. Ich zeig dir, wer der Stärkere ist. Das bist nicht du. Aber du lernst es ja nicht. Das bin wirklich nicht ich. Dein Kumpel Alva ist tot. Ich meine, was? Hörst du schlecht? Alva lebt nicht mehr. Ja, doch, das habe ich verstanden. Scheiße. War klar, dass das mit dem alten Alki nicht gut enden kann. Danke, dass du mir Bescheid gegeben hast. Wo ist seine Leiche? Unterhalb des großen roten Hauses. Alles klar. Ich werde mich um seine Leiche kümmern, wenn ich Zeit habe. Oh. Okay, wir machen eine Pause, damit ich schaue, wo ich das nächste auf die Fresse bekomme. Wir stehen am Abgrund. So eine Zone, die wahrscheinlich auch wieder zu stark für mich ist. Wir werden hier rüber gehen und mal schauen, wie oft wir auf dem Weg dorthin sterben. Am besten gleich durch den Fall. Irgendwas ist schon hinter mir, das mich killen könnte, wie es ausschaut. Schauen wir es uns an. Oh, was kämpft hier? Dich mache ich fertig! Gemeinsam packen wir das! Uff! Komm schon, Ray. Ja, das nicht mehr angreifen soll. Quick dodges. Woo!
Ich bin so konzentriert. Das ist ein Riesensieg. Glaubt mir das. Das ist ein Riesensieg. Und ich habe wahrscheinlich nicht mal irgendwas Wertvolles bekommen. Besser speichern. Das war noch zu heiß. Ja, ich trinke heißes Wasser. Lebenssaft. Klingt gar nicht schlecht. Ich kann wieder nur Ray looten. Auch ein weißer Lebenssaft. Hier haben wir wieder was. Eine Kiste mit nichts. Wie ich sie liebe, die Kisten mit nichts drinnen. Solange keine explosiven Sachen drin sind. Wie bei Aces Bruder. Wusste nicht mal, wie sein Bruder ausschaut. Okay. Ignoriere mich einfach. Ich bin kein Feind. Ein Kritter, mit dem kann man es auch nehmen. Wenn das eine Kritterzone ist, bin ich schon happy. Die Raptors sind zu viel. Das Biest kaufe ich mir. Hi. Okay, wurscht. Wir haben Kritter erledigt. Wir holen uns den nächsten gleich. Ein Paranoid. Ich weiß, wie schnell man in diesem Spiel stirbt. Okay. Vielleicht sollte ich doch einen Wuchtschlag reinstecken. Läuft schon besser mit dem. Okay, looten wir zuerst dieses Haus hier. Okay. Hier sollte mal jemand aufräumen. Ich glaube, den muss ich verhören. Wir machen es. Ich glaube, das ist für Duras seine Mission. Er schaut auf jeden Fall freundlich aus. Hallo. Hey, du bist doch hoffentlich nicht hier, um dich am Weltenherz zu vergreifen. Oder wurdest du abgeurteilt, mit mir den Dienst zu verrichten? Nichts von beidem. Oh, dann nichts für ungut. Seit dem Erstarken der Alps halte ich lieber die Augen offen. Das Weltenherz in dieser Gegend untersteht also deinem Schutz. Das will ich meinen. Früher hätte ich es einfach verdorren lassen. Aber mittlerweile liegt mir viel daran, dass es wächst und gedeiht. Das Leben als Setzer des Hammerclans hat wohl seine Spuren hinterlassen. Was weißt du über den Mord an Askor? Nicht sehr viel. Ich bin die meiste Zeit hier draußen. Wie gut kanntest du Askor? Eigentlich gar nicht. Wir Setzer hier draußen haben mit den anderen nicht viel zu tun. Das heißt, du warst auch zur Tatzeit hier? Ich war schon seit Monaten nicht mehr in der Stadt. Wann ist der Mord denn genau passiert? Vor 3 Monaten. Kann sein, dass ich... Um ehrlich zu sein, weiß ich es gar nicht mehr. Weißt du, wo sie Askors Leiche gefunden haben? Irgendwo im Wald, hörte ich, oder? Was hast du denn noch gehört? In der besagten Nacht soll einer der Setzlinge verschwunden sein. Die Aufzucht eines Setzlings war Bestandteil der Prüfung. Er war für uns hier draußen bestimmt. Er kam aber niemals bei uns an. Ich gehe davon aus, dass er gestohlen wurde oder sowas. Aber was da genau passiert ist, fragt mich nicht. Du trägst ein Schwert. Klar, wie die meisten von uns. Ihr Setzer seid auf euch allein gestellt? Die meiste Zeit schon. Aber was will man machen? Die Krieger verteidigen oft lieber die Stadt, als uns Setzer hier draußen zu beschützen. Wäre schon toll, wenn sich die schweren Jungs hier mal öfter blicken lassen würden. Denn wenn nachts die Biester kommen, bleibt uns meist nur die Flucht. Du kannst der Mörder nicht sein. Interessant. Wie kommst du jetzt darauf? Du hast nicht die Körner für sowas.
Du meinst? Du bist nicht stark genug, um einen gestandenen Berserker mit einem Schwert niederzustrecken. Hm. Da hast du wahrscheinlich recht. Wie steht es um die Sicherheit des Weltenherzes? Von den Alps geht für den Moment keine Bedrohung aus. Auch wenn das sicher nicht auf alle zutrifft, meiden die meisten von ihnen diesen Ort. Scheinbar bekommt ihnen die Macht unserer Herzen nicht. Wäre gut, wenn die Viecher das genauso sehen würden. Aber klagen kann ich eigentlich nicht. Dann kann ich Ragnar sagen, dass er mich umsonst geschickt hat. Du kommst von Ragnar? Ach, wenn das so ist. Wenn du dich wirklich nützlich machen willst, dann gibt es was zu tun. Es ist auch ganz einfach. Zwar nicht so spannend wie eine Unholdjagd, aber Arbeit ist Arbeit. Wir kriegen hier seit einiger Zeit nämlich nichts mehr zu beißen und nur mit gutem Willen stehen wir die Arbeit am Weltenherz nicht durch. Woher bekommt ihr eure Ration? Für gewöhnlich direkt aus Goliath. Manchmal bringen auch ein paar Jäger was vorbei. Aber darauf kannst du dich nicht verlassen. Warum sind die Lieferungen in Stocken gekommen? Seit unsere Leute die Setzlinge in die Welt hinaustragen, um neue Weltenherzen heranzuzüchten, wird der Proviant neu verteilt. Wir bilden da leider das Ende der Nahrungskette. Ich besorg dir was zu essen. Wirklich? Da könnte einiges an Laufarbeit auf dich zukommen. Du müsstest zurück nach Goliath und Cinda überreden, dir etwas mitzugeben. Sie ist verantwortlich für die wahren Ein- und Ausgänge. Nur überwacht sie alles wie ein Rudel Raptoren ihre Jungen. Goliath ist weit, das kann dauern. Noch nagen wir nicht am Hungertuch. Aber lange dauert es nicht mehr. Vergiss das nicht, wenn du wieder unterwegs bist. Du könntest natürlich auch einfach etwas Setzerbrot sammeln. Das Zeug wächst überall. 4 Dutzend sollten reichen. 4 Dutzend? Ja, die Arbeit macht hungrig. Aber weißt du was? Machen wir eine runde Summe daraus. Bring mir einfach 50 Stück. Dann kannst du dir den Weg nach Goliath sparen. Oh. Die Dinger sind irgendwie ekelhaft. 50 Stück. Okay, Mist. Ich glaube, von Cinder kriege ich hauptsächlich verkauftes Brot für diese Mission, was mir keinen guten Ruf einfängt. Also mal schauen, vielleicht müssen wir einfach Setzerbrot kaufen. Was so viel finden werden wir sicher nicht. Hm. Oh. Schlafsack noch nicht. Einfach mal das Haus fertig laden. Spielzeugdino. Ah. Ich hätte Duras mitnehmen sollen. Stattdessen habe ich Ray. Yes. Ah. Oh, der Psychopath Ray. Oh. Das kann ich schon wieder einen Clip aufnehmen. Für meine Ray Skywalker Montagen. Gute Arbeit. Oh. Oh. Ray. Genug gebadet für heute. Welchen Gegner? Oh! Ich mach das! Ich glaube nicht, dass wir viel Leiber gegen den haben. Alltagsgag, stärker oder schwächer in diesem Spiel ist. Mach jetzt zu Ende. Yay! Oh. Und ich hätte gedacht, wir sind sicher tot. Gute Arbeit, Ray. Nach all dem Haus herumklitschen. Oh, Setzerbrot. Alles noch dran? Hat
Ich will nicht mit dir reden. Mama. Haben wir mehr Setzerbrot hier? Oh, ewig sieht. Setzerbrot hier. Ganz, ganz wichtig. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ich bin dir auch. Komischer Typ. Kein Schnaps. Eine Bank. Das sollte ich nochmal speichern, bevor ich hier reinrenne. In meinen Tod wieder renne. Oh. Ja, gehen wir von innen ran. Jetzt habe ich die Fackeln fast noch nie gebraucht. Schön hier. Sag da was drauf. Wenn du so weiterschleichst, bekommen wir ein Problem. Ich bin nicht gut genug. Wer hat da gesagt, dass ich nicht schleichen soll? Oh, was willst du hier? Du hast hier nichts zu suchen. Besser du verschwindest wieder. Hier gibt es nichts für dich. Kaldrim schickt mich. Wenn du hier bist, um uns zu töten, dann quatsch nicht so lange. Bringen wir es hinter uns. Hey, langsam, Kollege. Entspann dich erstmal. Ich entspanne mich, wenn ich weiß, warum ihr hier seid. Das haben wir doch gesagt. Dann gibst du zu, das Elex geklaut zu haben. Ich dachte, das wäre klar. Wieso bist du denn sonst hier? Warum hast du das Elex gestohlen? Was interessiert dich das? Am besten du verschwindest wieder und kommst nie wieder zurück. Ich will es wissen und ich werde dich auch nicht verraten. Wie kann ich mir dessen sicher sein? Kannst du nicht. Ah ja. Also, doch. Nutze deine Chance, aus der Sache rauszukommen oder lass es bleiben. Okay. Ich werde es dir erklären. Aber denk dran, solltest du irgendetwas versuchen, werde ich deinen Schädel einschlagen. Alles klar? Klar. Gut. Was genau interessiert dich daran? Wofür brauchst du das Elex? Das habe ich noch nie jemandem erzählt. Hast du schon mit dem verwirrten Häscher gesprochen, der hier rumläuft? Nein. Dieses Ding ist mein Bruder Grimar. Er wurde vor einiger Zeit von den Alps zu einem Konverter verschleppt. Doch er muss irgendwie entwischt sein und hat sich versteckt. Offenbar hat er sich im Konverter eine ganze Weile ausschließlich von Elex ernährt. Und als ich ihn endlich befreien konnte, war er mutiert zu... Naja, das Ergebnis kann man ja sehen. Jetzt leidet er furchtbare Schmerzen. Aber solange er Elex bekommt, geht es ihm etwas besser. Wir sollten sein Leiden beenden. Wenn du das versuchst, findest du dich gleich ohne Kopf wieder. Er ist noch genug Berserker, um ihn nicht einfach zu töten. Ich gebe ihn nicht auf. Du fütterst deinen Bruder mit Elex? Ich habe ja gar keine andere Wahl. Ohne das Elex stirbt er vermutlich. Im Konverter haben sie ihm natürlich alles Elex seines Körpers entzogen. Als eine Art Entzugsreaktion hat er vermutlich angefangen, ohne Pause Elex zu sich zu nehmen. Jetzt sieh, was aus ihm geworden ist. Wenn die Berserker in Goliath nicht so unnachgiebig wären, dann würde ich ihn da behandeln. Vielleicht könnte er mit Hilfe von Mana geheilt werden. Aber der Gedanke führt zu nichts. Sie würden ihn auf der Stelle töten. Oh je, was machen wir? Ich werde mir das Elex einfach nehmen. Und ich werde alles tun, um meinen Bruder zu schützen. Dich erledige ich im Handumdrehen. Okay, wir sind im Freien draußen.
Uff. Oh, was ist denn das für ein epischer Kampf jetzt? Ich sollte besser den kleinen Bruder zuerst wegmachen von hinten. Ja. Oh, okay. Ah, schaffe ich's drauf. Das ist ein fetter Star Wars Fight gerade. Aber guter Kampf. Guter Kampf. Uff, ich glaube, das habe ich letztens anders gelöst. Friedlich. Aber diesmal wollen wir den Berserker im Bett retten. Wo ist Alex? Gerade. Ja, dann. Da kein Energiespeicher. Hm. Hier gibt es doch noch Loot. Ich rieche sie. Nettes Bett. Gott selbst gebastelt aus. Boah, nicht schleichen. Ha! Und langsam wird meine Kampfeskunst besser. Antitoxin. Oh, ja. Ja. Ich erinnere mich. Mm. Das heißt, wir können aufleveln dann. Wo wollte ich mein Antidoxin. Was haben wir? Magnesium, Fackeln haben wir uns rein. Die hätte ich mitnehmen sollen. Okay, jetzt da. Da geht's weiter runter. Irgendein Loot hier. Ich hoffe, ich kann überhaupt Loot mitnehmen mit der Fackel in der Hand. Ich warte hier. Ich warte hier. Ja, ich hab dich verstanden. Wir kriegen schon die gute Loot, keine Sorge. Okay. Ich warte hier. Puff. Da ist mehr drin. Ich warte hier. Ich hab's verstanden, ich hab's verstanden. Dann haben wir noch ein bisschen Saft. Okay. Ich Panik, hier. Panik, Panik. Hier sollten wir nicht allzu lange bleiben. Denkste? Boah, war das knapp. Uff. Ich warte hier. Ich warte hier. Ich warte hier. Es glitscht wieder.
Lauf, 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 lauf. Ah, der Spind war zu viel. Uff, der Spind war zu viel. Okay. Ich warte hier. Ich warte hier. Die Spinnen sind zu viel. Leer, Mist. Boah. Ich warte hier. Kann ich einfach raus teleportieren, bitte? Ich weiß gar nicht, was ich hier im Gesicht habe. Yes. Oh. Oh. Eine Runde schlafen, bevor ich noch umfalle und sterbe. Und dann die Mission abgeben und das war's dann. Dann wird die Mission abgegeben, gelevelt und verkauft. Während die Episode schon vorbei ist. Niemand braucht bei meinem schlechten Handeln zuschauen. Schlechten Deals, kennen wir uns. Bring mir etwas bei. Ja. Das ist schon das nächste Mal. Wuchtschlag haben wir gesagt und wollen wir vielleicht. Oh, Wildschatten. Okay, Mann. Okay, Mann. Wegen Kral. Ja? Ich habe ihn gefunden. Und ich habe das Elex. Ich nehme an, das Problem mit Kral ist damit aus der Welt, ja? Richtig. Nun gut. Hier hast du etwas für deine Mühen. Hast du zufällig herausgefunden, was er mit dem Elex wollte? Ja. Kral hatte einen Bruder. Er rettete ihn einst aus einem Konverter. Seitdem hält er ihn mit Hilfe von Elex am Leben. Das ist unmenschlich. Eine Elex-verseuchte Kreatur ist nicht zu retten. Ich hoffe, du hast dieser Monstrosität einen schnellen Tod gewährt. Sie lebt nicht mehr. Dem Pilger sei Dank. Solche Kreaturen sollten nicht über Magalan wandeln. Da fällt mir was ein. Vielleicht könntest du mir bei einer Sache helfen. Und was soll das sein? Also, die Sache ist die. Ich habe bei einem unserer Setzer ebenfalls eine merkwürdige Präsenz festgestellt. Ähnlich wie bei dir, nur andersherum. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben könnte. Er ist ein Setzer. Wenn ich dorthin gehe, wird er mir niemals die Wahrheit erzählen. Ich gehöre zum Clan der Nebelkrähen und er zum Hammerclan. Er würde denken, ich wolle ihn wegen irgendetwas in den Wald verbannen. Sein Name ist Orik. Hier kommst du ins Spiel. Ich möchte, dass du als Unbeteiligter zu ihm gehst. Okay, und was mache ich mit Orik? Sprich mit ihm. Versuche herauszufinden, ob er irgendwelche ungewöhnlichen Dinge gesehen oder getan hat. Und wie soll ich das machen? Versuche mit ihm ins Gespräch zu kommen. Rede mit ihm über seine Arbeit auf den Setzlingfeldern. Vielleicht erzählt er dir ja etwas Interessantes. Falls du etwas herausfinden solltest, sag mir Bescheid. Oh, wir machen es gleich. Wie soll es weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Oh. Ist das näher, wenn ich mich teleportiere? Warum nicht? Es geht nicht so schnell. Oh.
Okay. Wir sind brav beim Pflanzen. Lücken. Außer dieser hier. Urig. Frage, was los ist, mein Junge. Moment mal. Du bist doch der Ex-Alp, oder? Woher willst du das wissen? Du solltest es vielleicht nicht so herumplärren. Jeder andere würde dir sofort den Kopf abschlagen. Hast Glück, dass nur ich es bin, der es mitbekommen hat. Immerhin hast du mir geholfen, die Mutanten zu töten. So schlimm kannst du also nicht sein. In Zukunft pass aber lieber auf, wem du was erzählst. Wie läuft die Arbeit hier auf den Feldern? Es läuft, wie es immer gelaufen ist. Born bekommt von Kaldrim das Mana geliefert und wir züchten damit die Setzlinge. Es wäre nicht sehr aufregend, wenn nicht die gelegentlichen Mutantenangriffe wären. Klappt die Arbeit mit Kaldrim gut? Ja, also, ja. Naja, es ist nicht immer ganz leicht. Kaldrim ist sehr strikt in seinen Regeln. Bei ihm ist kein Platz für Experimente. Was meinst du mit Experimente? Ach, es ist nichts. Nur, ich meine, ich versuche gerne mal etwas anderes als die üblichen Techniken. Ich bin der Meinung, wenn wir nichts Neues versuchen, dann werden wir uns auch nicht weiterentwickeln. Was hältst du von Born? Er ist ein guter Chef. Ich arbeite gern mit ihm zusammen. Er lässt mich sogar manchmal experimentieren. Was machst du so in deiner Freizeit? Oh, das Übliche halt. Ich gehe in die Taverne oder treffe mich mit Freunden. Ab und zu arbeite ich sogar freiwillig weiter. Irgendwie entspannt mich die Arbeit. Du arbeitest in deiner Freizeit? Ja, das kommt manchmal vor. Weißt du, nicht alles, was ich hier mache, ist von oben abgesegnet. Und da kann es praktisch sein, nachts zu arbeiten, wenn niemand zuschaut. Klingt interessant. Erzähl mir mehr. Schön, dass sich jemand dafür interessiert, was ich mache. Was willst du wissen? Erzähl mir mehr von deinen Experimenten. Du scheinst ganz vertrauenswürdig zu sein. Außerdem muss ich zugeben, dass es mir schon länger unter den Nägeln brennt, jemandem davon zu erzählen. Also gut, ich erzähle dir jetzt etwas, das du niemandem erzählen darfst. Komm zur Sache. Also ich habe ein kleines, sagen wir, Selbstexperiment durchgeführt. Wenn ich damit Erfolg habe, wird es das Wesen der Berserker von Grund auf ändern. Ich habe einen gesunden, reifen Setzling ausgepresst und den Saft getrunken. Ich habe das Gefühl, als würde ich alles verstehen. Ich meine alles. Es ist unbeschreiblich. Verbieten eure Gesetze so etwas nicht? Natürlich. Deswegen musst du ja unbedingt die Klappe halten. Dafür würde ich von Angrim geköpft werden. Ich merke bereits, wie eine Veränderung durch meinen Körper geht. Nicht mehr lange und ich werde eine Evolutionsstufe aufsteigen. Wenn du das sagst. Glaub mir, wenn ich nochmal einen Setzling in die Finger kriege, dann ist es endlich soweit. Aber genug davon. Nicht, dass uns noch jemand hört. Das nächste Mal bekommst du was ab. Versprochen. Ich sollte jetzt wieder los. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Muss ich nicht zurückgehen nochmal? Oh. Dieses Herumhopfen und teleportieren. Hallo, du Rats. Oh. Wieder runter. Eine Evolutionsstufe höher wird das sein. Das wird interessant werden. Wegen Oryk. Hast du herausgefunden, was ihm zugestoßen ist? Ja. Sehr gut. Erzähl mir alles. Diese verdammten Idioten vom Hammer-Clan. Wie kann man denken, dass das eine gute Idee wäre? Naja, trotzdem danke für diese Information. Den werde ich mir jetzt vorknöpfen gehen. Zeig mir deine Ware. Sicher. Bora stirbt.
Anleitung. Ja, wurscht. Ich gehe mit. Kann ich mitgehen? Oder werde ich dann sowieso sehen, was passiert später? Ja, wir werden später sehen. Tschüss. Irdor braucht Proviant. Was du nicht sagst. Er ist ja nicht der Erste. Aber daraus wird nichts. Das, was ich habe, ist nicht für ihn bestimmt. Er muss sehen, wie er klarkommt. Soll er doch seine Setzer jagen schicken. Ich hatte nicht vor, mit leeren Händen zurückzukehren. Zaubern wie die Herren Warlords kann ich noch nicht. Also schlag dir das aus dem Kopf. Und wenn ich dich bezahle? Es steht dir natürlich frei, das zu kaufen, was ich anbiete. Aber einen Nachlass werde ich dir nicht gewähren. Wir brauchen jeden Splitter. Wenn du willst, kannst du natürlich auch einen Blick hinter meine Hütte werfen. Vor kurzem musste ich eine Ladung Brot entsorgen. Ich würde darauf zwar nicht rumkauen wollen, aber... naja, für die Setzer reicht es allemal. Sollen sie halt nicht so wählerisch sein. Nein, das bekommen sie nicht. Meinst du die Sache mit dem Brot ernst? Ja. Denkst du, ich mache Witze? Mir ist es ehrlich gesagt total egal, wer was ist. Sollen sie von mir aus daran ersticken? Sie sind es gewohnt, dass ihr Alltag geregelt ist. Ich hingegen bin auf mich allein gestellt. Mitleid können sie von mir keines erwarten. Aber die Entscheidung liegt bei dir. Du musst es ihm ja nicht geben. Ich will handeln. Gut. Sieh dich nur um. Wie viel Setzer Brot hast du denn? Zu wenig. Viel zu wenig. Tor! Ja. Na, werd ich hier. Oryk. Nein, das ist nicht Oryk. Wo ist Oryk? Setzer? Ja. Oryk. Ja? Mir sind da einige Dinge zu Ohren gekommen. Wir kennen uns ja nun schon länger, aber so etwas ist mir noch nie untergekommen. Du weißt, dass der Eisenclan dich dafür zum Tode verurteilen würde, oder? Hör mir zu, bevor du mich bestrafst. In den Setzlingen steckt unglaubliche Kraft. Der Saft hat mich besser gemacht. Ich fühle mich so stark. In dieser konzentrierten Form ist er nicht gut. Für niemanden. Außerdem hast du das Gesetz gebrochen. Wer weiß, was aus dir wird, wenn du mehr davon nimmst. Ich muss dich verbannen. Du wirst nie wieder nach Goliath oder in die Nähe eines Setzlings kommen. Aber ich... Geh jetzt. Du hast hier nichts mehr verloren. Dein Eigentum wird unter deinen Verbliebenen aufgeteilt werden. Kann ich noch? Nein. Geh. Bitte, ich flehe dich an. Ich werde dort sterben. Betteln wird dir nicht helfen. Geh. Oh, das war's. Ich das Ärger. Mana muss fließen. Ich krieg keinen Ärger. Was war eigentlich? Ich hätte gedacht, dass da ein Fight passieren wird. Aber anscheinend nicht. Wow. Ja, danke fürs Zuschauen. Tschüss.